Ich bin Manuela Starkmann, Guide und die Lebensweise, die zu Klarheit führt. Woran glaubst du? Und glaubst du, dass das wirklich alles richtig ist? Und wenn du glaubst, dass alles, was du glaubst, richtig ist, glaubst du auch, dass deine Handlungen daraus richtig sind? Da steckt gerade viel Subtext im Video. Warum mache ich das heute? Ich merke einfach immer wieder, wie verschlossen die Menschen sind und dabei ja sogar merken, sie wären informiert und offen. Und aufgrund ihrer Informiertheit und Offenheit, dass sie die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, wissen, wie das Ding läuft und ganz spannend, Gleiches gesellt sich ja gern zu Gleichen, ihre Gruppen haben und alle anderen sind falsch, machen was verkehrt. Und alleine da merkst du, das sind dann zwei Gruppen, da passiert dazwischen ganz viel, wir haben Konflikte, wir haben Kriege. Gott, ist das alles unnötig im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man sich einer Sache bewusst werden würde. Du bist total voller Suggestionen. Da sind Suggestionen dabei, die sind ganz, ganz toll. Die sind auch hilfreich. Und Suggestionen, Affirmationen, Gebete, Hypnose, alles das Gleiche, nur ein anderes Wort. Und das eine mag der eine, der andere mag das andere. Dafür ist dann wieder auch gegen eins. Suggestion funktioniert. Wenn sie dienlich ist, finde ich es auch ganz prima. Wenn sie aber hinderlich ist und den Menschen klein macht, und eine Suggestion macht einen Menschen nicht von gestern Abend auf einmal schlafen, morgens aufwachen, klein, sondern über ein Leben lang. Überleg mal, was du in den ersten 20 Jahren deines Lebens alles an Suggestionen bekommen haben könntest. Du könntest es eh nie erfahren, darum kann ich es gut mit Konjunktiv sagen. Da bist du offen wie ein Scheunentor und alles, was dir jemand anders, in dem Fall die Großen, die es ja besser wissen müssen, sagt, stimmt. Eins und eins ist zwei, das ist richtig, alles andere ist falsch. Und genau auf dieser Spur wirst du dein Leben lang geprägt und bekommst auch genau die Suggestionen rein. Wie gesagt, hast du Menschen in deinem Umfeld, die dir suggerieren, dass du ein liebenswerter Mensch bist, dass du genau so, wie du bist, toll bist, dass du hübsch bist, dass du ganz besondere Gaben hast, funktioniert's. Entweder weil du es schon selber glaubst und da kommt noch eine Bestätigung drauf, oder weil die Worte einfach gut tun und manchmal auf dem Lebensweg helfen, wenn ein Gegenüber in einem etwas sieht, was man selber noch gar nicht wahrgenommen hat. Also, die Methode der Suggestion ist ja auch wieder weder gut noch schlecht. Sie ist einfach eine Form der Methode und dienlich eingesetzt hervorragend. Gleichzeitig kann man diese Suggestion aber auch irgendwie anders einsetzen, nämlich so, dass sie für dich negativ ist, dass sie natürlich auch etwas bewirkt, aber leider so, dass sie dich bremst, dass sie dir nicht gut tut, dass sie dich zurückhält. Und mit dem Video wünsche ich mir, und ich bin gespannt, was du entweder unten in die Kommentare dazu schreibst oder mir persönlich, wie wach du auf einmal wirst, wie viel Suggestion um dich herum ist. Das ist in den Kinofilmen, das ist in der Fernsehwerbung, das ist in der Zeitung, das ist sogar in Facebook, bei allem. Und genau deshalb möchte ich dir auch ganz deutlich zurufen, bitte glaub auch mir nichts, weil vielleicht suggeriere ich dir jetzt auch gerade etwas. Ich weiß auch nicht, was für dich falsch, richtig, gut, böse ist. Ich kann dir in meinen Videos nur sagen, was für mich stimmig ist und was mir auf meinem Lebensweg, auf meiner Lebensweise geholfen hat. Und dafür habe ich dir zwei Bücher mitgebracht. Ich mag dir zum einen den Tipp geben, ein medizinischer Insider packt aus. Ja, da geht es jetzt schon um Medizin. Aber auch bei Medizin haben wir ja oft den Eindruck, die Schulmedizin hat recht und alternative Heilmethoden nicht. Und meistens wird das ja auch ganz gerne von der Schulmedizin so vertreten.
Wer mich ein Stück weit kennt, weiß, da ist ganz viel Subtext drin, also sowohl in dem Buch als auch in dem, was ich da vertreten möchte. Das bedeutet, lies mal dieses Buch. Zum einen bekommst du Einblicke natürlich zu dem Thema, worum es hier geht, Medizin. Gegebenenfalls magst du aber auch einfach weiter denken, selber denken, wo denn gegebenenfalls dir auch suggeriert wird, was falsch oder richtig ist. Und es gibt einfach ganz viele Themen, wo es sehr gesund ist, nicht zu glauben, was geschrieben steht, sondern es einfach mal aufzunehmen und dann selber hinzufühlen. Wie viel Sinn kann das sein? Dieses Buch war eines der, die meine persönliche Weiterentwicklung sehr geöffnet haben. Denn als ich das gelesen habe, habe ich ganz, ganz viele Sachen hinterfragt. Auch, wie du die anderen Videos von mir ja kennst, zum Beispiel meine Ernährungsweise. Fängt man das erstmal an, kommt immer mehr dazu. Und das zweite Buch, das ich dir gerne ans Herz legen mag, das ist Die Prophezeiungen von Celestine. Ich habe es gelesen und sehr geliebt. Zum Thema Subtext. Ein Bekannter von mir hat es auch gelesen und wieder beiseite gelegt, weil er sagte, das ist ein Roman, ein Reisebericht nach Peru. Okay. Ich lese da drin total gerne den Subtext. Ja, da geht es um Peru und eine Reise. Da steht aber viel mehr drin. Mein Tipp, ich habe das Buch mehrfach gelesen und zum Beispiel beim ersten Mal mit dem gelben Textmarker, ja, ich habe auch die Suggestion, man darf nicht in Bücher schreiben, aufgegeben, mit dem gelben Textmarker und beim nächsten Mal mit dem orangen Textmarker. Warum so rum? Wenn ich was Gelbes mit einer dunkleren Farbe markiere, fällt das auf. Und es war so spannend, was ich beim nächsten Lesen wahrgenommen habe, was wahrscheinlich schon beim ersten Mal drin stand. Das bedeutet, schau dir mein Video an und so du magst, schau mal in diese beiden Bücher und überdenk einfach mal selber das, woran du glaubst, ob das so sein kann, ob es wirklich deins ist. Und ich wünsche dir extrem viel Spaß beim Kopf und Herz ausmisten und vor allen Dingen auch bei den neuen Impulsen mit reinnehmen. Danke für das, was du unten schreibst, Fragen, Anmerkungen, Wünsche. Ich danke dir auch natürlich für dein Gefällt mir für das Video und wir sehen uns zum nächsten. Mach's gut. Bis bald.